Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goody mit einem weiteren Video zu The Division 2. Heute geht es um die Trophäe, den Erfolg Agent mit Ressourcen. Dafür müsst ihr, ja, Freunde mit Ressourcen ausstatten. Das ist der Hintergrund dabei. Und wie das Ganze funktioniert, ist nicht so, sage ich mal, auf Anhieb wirklich klar. Also logisch, ihr solltet natürlich zuallererst Ressourcen dabei haben. Schon mal ganz, ganz wichtig, ihr habt Ressourcen dabei, damit ihr auch welche verteilen könnt. Das ist soweit schon mal ganz logisch. So, dann braucht ihr noch, ja, Zivilisten, die unterwegs sind, Ressourcen einzusammeln. Das ist das nächste, was notwendig ist. Und zwar schnappt ihr euch dort einfach einen Kontrollpunkt, also sprich einen Kontrollpunkt natürlich, der euch gehört. Und wartet dort vor der Tür, dass die Zivilisten losmarschieren, um Ressourcen zu sammeln. Oft bekommt ihr es auch auf der Karte eingeblendet, dass gerade welche unterwegs sind. Aber ich werde euch hier gleich die Karte zeigen. Und dann werdet ihr sehen, dass es hier leider nicht der Fall ist. Also hier wird leider nicht eingeblendet, dass hier momentan Zivilisten unterwegs sind. Ich habe hier einfach Glück gehabt, dass sie mir direkt vor die Nase gesprungen sind sozusagen. Da seht ihr schon, auf dem Weg Proviant zu sammeln. Also da mal so ein bisschen drauf achten, was machen die Jungs? Habt ihr ja auch bei den Gegnern, bewachen irgendwas, patrouillieren. Und die sind halt auf dem Weg, Ressourcen einzusammeln. Das ist schon mal das Gute an der Geschichte auf alle Fälle. Und wir sehen es hier jetzt auf der Karte, da ist ein Kontrollpunkt in der Nähe. Normalerweise sollte jetzt eigentlich nach Möglichkeit hier so eine grüne Linie langlaufen, die anzeigt, wo sie denn überhaupt hingehen, um Proviant zu sammeln. So, neben uns direkt ist eine Proviantbasis. Und jetzt müssen wir einfach warten, ne? Weil ihr seht das hier, ich probiere irgendwie die Leute hier anzusprechen. Solange die noch nicht aktiv am Sammeln sind, ist das nicht möglich. Ne? Also keiner mag hier irgendwie mit mir interagieren. Das bedeutet, ihr müsst also wirklich warten, bis die an der Sammelstelle sind. Ich habe die auch schon auf dem Rückweg abgefangen gehabt, dass die also schon Proviant gesammelt haben. Dann haben die auch brav alle so Futterkisten in der Hand, sind auf dem Rückweg zum Lager. Aber auch da kam ich nicht dazu, ihnen was zu geben. Aber hier, jetzt, wo sie Ressourcen collecten, könnt ihr einfach hier Viereck drücken oder halt X, je nach Controller, und dementsprechende Ressourcen abgeben. So ist das Ganze gemacht. Hier haben wir nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte für bekommen. Und jetzt wird auch gleich hier der Erfolg aufpoppen, die Trophäe Agent mit Ressourcen. Also, wenn die Leute irgendwo am Sammeln sind, also schaut auf die Karte. Oft bekommt ihr eine Route eingeblendet vom Kontrollpunkt. Geht es, ja, wohin auch immer, wie gesagt, das ist immer so eine kleine grüne gestrichelte Linie. Hier ging es halt zu diesen Ressourcen auf der Map und dort fangt ihr sie einfach an der Stelle ab, gebt ihnen die Ressourcen und die Trophäe kommt. Das war's, mehr ist hier nicht zu tun. Ich hoffe, das kleine Video war für euch hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil dann verpasst ihr hier einfach weiter kein neues Video. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, und verabschiede mich von euch an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody.